willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Heute mit dem Interview von Frau Dr. Susana Gomez-Rodriguez, Oberärztin Hepatologie am Inselspital in Bern. Wir sprechen heute über den Themenbereich Alkohol und Leber. Herzlich willkommen, Frau Dr. Susana Gomez-Rodriguez. Vielen Dank für die Einladung heute. Ich starte mit der ersten Frage und sehr wichtigen Frage: Wofür ist die Leber eigentlich da? Also, die Leber ist eigentlich da für mehr als 500 Funktionen. So, meistens wissen die Funktionen von Stoffwechsel, auch Nährung. Und speziell die Leber hat eine Funktion, das Leber auch abbaue alles, das ist toxisch, zum Beispiel Alkohol oder Medikamente. Was ist auch wichtig in der Leber, ist, dass es wo Fett, wo Eiweiß und wo verschiedene Zucker sind auch aufgebaut. Wie beeinflusst jetzt Alkohol die Leber? Also Alkohol verstört normale Funktion von der Leber und das chemische Gleichgewicht. Das heißt, das ganz am Anfang, wenn man hat einen Normalkonsum, das heißt für Männer unter 30 Gramm, für Frauen unter 20 Gramm, ich kläre ein bisschen später, wenn man hat einen mäßig oder kein oder sehr selten Konsum, es eigentlich hat keinen Einfluss. Aber wenn man hat einen Überalkoholkonsum, zuerst kann Alkohol eine Fettanlagerung bringen und nachher Leberentzündung. Und was ist das Schlimmste ist, wenn das bringt Lebervernarbung, das wir heißen Fibrose. Wenn der Alkoholkonsum ist kontinuierlich, dann Überalkoholkonsum meine ich natürlich, dann kann der Patient eine Leberzirrhose entwickeln. Zirrhose ist eine ganze Vernarbung der Leber. Und leider dann können verschiedene andere Probleme bringen. Jetzt meine Frage, was sind denn die Symptome von alkoholischen Leberschäden? Sind die ersichtlich? Es gibt spezifische Symptome für Alkohol-Lebererkrankungen, gibt es nicht. Natürlich gibt es Symptome für Alkoholabhängigkeit, aber besonders für die Leber ist es gleich wie zum Beispiel eine Person mit einer Leberzirrhose bei einem metabolischen Syndrom oder bei einer Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Symptome kommen nur bei einer vorgeschnittenen Leberzirrhose. Diese Zeichen oder Symptome sind zum Beispiel Müdigkeit, Juckreiz, Gelb oder Ikterus. Kann man auch als Komplikationen von portaler Hypertonie, das ist ein erhöhter Druck innerhalb der Portalvene im Bauch, kann man zum Beispiel Wasser im Bauch entwickeln, das heißt Ascites, oder Blutungen oder Verwirrung. Das sind alle Komplikationen von Leberzirrhose. Wie kann man eine alkoholische Leberkrankheit diagnostizieren? Also, zuerst ist es bei einem Lese. Wir sprechen mit den Personen und erklären, wie viel trinken die per Tag. Wie gesagt, für Frauen über 20 Gramm, das heißt zum Beispiel über 2 Gläser Wein pro Tag oder über 3 bis 4 Klein Bier, 33, oder für Männer über 30, das heißt 3 Gläser Wein pro Tag, ist genug für eine Leberzirrhose. So, zuerst frage ich immer Patienten, wie viel trinken. So, unabhängig von der Grund müssen wir immer das fragen in der Sprechstunde. Und wenn ich bemerke einen Überalkoholkonsum, was wir machen, ist Normalblutwerte. Das heißt, das ALA, das ASAT, das Gamma-Glutathion-Transferase oder Gamma-GT. Was ist spezifisch für die Alkohol-Lebererkrankung? Es gibt ein Ratio zwischen das ALA-ASAT, das ist normalerweise hocher als ALAT. Das ist spezifisch für Leberzirrhose oder alkoholbedingte Lebererkrankung. Was wir können auch schauen, ist Blutbild. Manchmal haben die Personen etwas, das heißt Makrozytose. Die roten Zellen sind ein bisschen größer. Und wir können spezifische Tests machen, zum Beispiel CDT oder ETG im Urin.
ETG normalerweise und CRT im Blut. Und bei Überalkoholkonsum kommt es in erhöhte Werte und das spricht für eine alkoholbedingte Lebererkrankung. Jetzt liegt mir natürlich eine ganz wichtige Frage zugrunde als Ärztin. Wie machen Sie das, wenn Sie einen Patienten fragen, wie viel Alkohol trinken Sie? Weil das ist ja ein Tabuthema. Ja, das weiß ich schon. Natürlich ist es nicht immer gleich. Ich denke, das ist ein Teil von der Art von Medizin ist, dass wir als Ärzte müssen uns adaptieren zu Patienten. Aber normalerweise mache ich das ganz ohne Tabus. Ich frage einfach, wie viel trinken Sie oder trinken Sie Alkohol und wie viel pro Tag? Und ich frage sinnlich, wie viel mal? Und nachher normalerweise sage ich immer, das muss ich immer auf erste Visite fragen. Das ist ein Teil von unserer Anamnese und es ist kein Urteil, es ist nur einfach eine Frage. Ja, ich nehme ja an, es ist ein wichtiger Bestandteil, dass Sie überhaupt eine Behandlung oder eine Therapie machen können. Ist das richtig? Natürlich. Also wenn ich einfach nicht die Frage stelle, dann wie kann ich der Person, die Patienten helfen? Oder? Genau. Ja. Dann habe ich die zweite Frage natürlich dazu. Wie ist es dann für den Patienten? Ist es dem Patienten zum Beispiel peinlich, wenn Sie fragen? Oder ist er ehrlich mit der Antwort? Wie ist denn das? Also was haben Sie da für einen Respond? Okay, das ist natürlich nicht gleich. Ich würde sagen, ich glaube, dass über 80% von meinen Patienten ähnlich sind. Wenn ich habe eine sehr starke Verdacht und es ist komplett verneint, ich versuche immer noch einmal fragen, ob in der Vergangenheit hatte die Person ein Problem. Und ich erkläre immer, dass was wir sprechen in der Sprechstunde bleibt zwischen uns. Und es ist nicht immer einfach, muss ich sagen. Aber meine Erfahrung würde ich sagen, über 90%, 95% der Patienten sind ehrlich. Aber nicht immer. Es ist sehr schwierig. Ist es nicht auch eine Vertrauensbildung mit dem Arzt aufzubauen, also natürlich Patient-Arzt? Ist das nicht auch ein Weg, den man gemeinsam gehen muss? Unbedingt, unbedingt. Aber ich kenne, also nicht persönlich, aber ich kenne Fälle von Patienten, die haben immer, immer, immer verneint. Also Patienten, die zum Beispiel würden für eine Lebertransplantation empfohlen und die haben alle die Ärzte, inklusive Psychiater, Psychologen, alle verneint. Und dann haben wir diese Tests gemacht. Natürlich haben die Tests falsch positiv, aber in diesem Fall hat der Patient keinen und dann zum Schluss hat der Patient gesagt, okay, ja, trinke ich. Mhm. Und so leider ist es nicht immer einfach. Und ja, natürlich, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist sehr wichtig, insbesondere finde ich bei alkoholbedingter Lebererkrankung. Genau. Also ich glaube, was ganz wichtig ist zu wissen, ist eigentlich für den Patienten, es ist keine Wertung, sondern sie helfen und unterstützen. Und ich glaube, das muss ein Patient lernen im Umgang mit einem Arzt. Einverstanden, das ist ganz klar. Ja. Aber ich muss sagen, dass meistens sind ganz ehrlich. Ja, super. Ich freue mich darauf natürlich. Das heißt, dass ich also gebe kein Urteil an den Patienten, die Patienten vertrauen mich, dass ich natürlich, ich erkläre immer, wenn ich frage, dass es natürlich, dass es, ich bin nicht neugierig von dem persönlichen Leben von dem Patienten, das ist nur zum Helfen natürlich. Genau. Und so komme ich eigentlich zur weiteren Frage. Und wie ist das zum Beispiel, kann sich ein alkoholischer Leberschaden zurückbilden? Komplett. Also das ist für mich immer ein Punkt. Kann. Wow. Natürlich. Das ist abhängig von dem Stadium.
Jawohl. Die Lebererkrankung. Also ganz am Anfang ist es, sagen wir, in einem Initialstadium. Normalerweise haben die Patienten nur Fett in der Leber. Und in dieser Situation kann es komplett zurückgehen in der Normalität. Jawohl. Und wenn die Patienten haben schon eine Entzündung, ist es ein bisschen schwieriger, aber kann natürlich bei komplett Alkoholabstinenz bei Erhaltung. Manchmal habe ich gesehen, eine sehr starke Entzündung, das heißt Alkoholhepatitis. Und nach einem Jahr von Abstinenz haben der Patient komplett ein Fibroscan, das ist eine Wertung von Lebersteifigkeit und Lebervernarbung, komplett Normalisierung und ohne Fett nach einem Jahr. Eben für mich ein bisschen überraschend, wie die Leber sich regeneriert. Das ist etwas merkwürdig. Aber leider, wenn man hat schon eine Leberzirrhose mit Komplikationen, zum Beispiel Wasser im Bauch oder Blutung, kann sich verbessern, die Leberzirrhose, aber nach einer großen Komplikation komplett in die Normalität zu gehen, ist unwahrscheinlich. Aber natürlich kann man gut sich verbessern bei Alkoholabstinenz, ohne dass es dann so möglich ist. Das heißt eigentlich, Alkohol und Leber, sprich eine alkoholische Leberschäden, die können sich wirklich zurückbilden, wenn der Patient mithilft und mitarbeitet. Im ja. Endeffekt liegt es eigentlich am Verhalten des Patienten, was er aus seiner Gesundheit macht. Das stimmt, aber natürlich und das ist für mich ein von der Gründen, dass ich sehe Patienten mit alkoholbedingten Lebererkrankungen. Ich fühle als Hepatologin, ist es auch wichtig für uns zu verstehen, wie kompliziert die Erkrankung ist und dass es braucht eine multidisziplinäre Behandlung. Was schneiden die Sie Patienten können nicht einfach zu mir kommen und ich kann nur sagen, sie trinken nicht mehr. Mhm. Punkt. Das kann nicht sein. Das kann funktionieren bei mehreren Leuten, aber ich würde sagen, mindestens 30-40%, das geht nicht. Ich muss fragen, brauchen Sie Hilfe, brauchen Sie psychologische Betreuung? Wir sind da, ich organisiere oder ich kann einfach Medikamente geben in diesem Sinne. Mhm. Okay. Das heißt, es braucht eigentlich eine umfassende Betreuung. Es ist nicht nur die Erkrankung, sondern bei der alkoholischen Lebererkrankung braucht es ein bisschen eine Rundumbetreuung des Patienten, weil es ja meistens auch mit eben psychischen oder sozialen Gefälle zu tun hat. Absolut einverstanden. Und ich glaube, dass vielleicht alkoholbedingte Lebererkrankung ist ein von den Lebererkrankungen, die mehr ein Umgang und verschiedene Spezialisten braucht. Ja. Das ist schön zu hören. Das heißt, es ist auch wichtig, dass der Patient vielleicht auch mit vielen Fragen zu Ihnen kommt, damit besser geholfen werden kann. Ja, für mich, das ist immer so fantastisch, wenn die Patienten Fragen bringen. Das heißt, die sind neugierig und die einfach mussten Hilfe. Ja, so. Sie wollen. Mhm. Super. Jetzt gibt es Informationsmaterial zu Alkohol und Leber. Haben Sie da Broschüren in der Klinik oder wie schaut das aus? Also in der Klinik haben wir Broschüren wegen Thema Leberzirrhose. Wir sind im Moment, ich bin in Bearbeitung von einer spezifischen Broschüre für alkoholbedingte Lebererkrankungen. Und natürlich da nicht nur bei das Leberproblem, aber auch bei Alkoholabhängigkeit mit Kontakt mit verschiedenen Kliniken, natürlich in meinem Bereich in Bern, aber überall in der Schweiz. Super. Da freue ich mich drauf. Ich werde die Broschüre dann auch aufschalten auf unserer Homepage. Dann meine Schlussfrage. Was empfehlen Sie als Spezialistin Patienten mit dem Themenbereich Alkohol und Leber? Was können Sie dem Patienten empfehlen? Sie sind nicht allein. Und zuerst suchen bitte Hilfe. Zuerst. Also, normalerweise zu uns, Leberspezialisten, sind die Patienten von anderen Ärzten, insbesondere beim Hausärzten.
zugewiesen. Also ich denke, der erste Kontakt normalerweise ist der Hausarzt oder die Hausärztin. Und natürlich, wenn sie fühlen sie sich unwohl oder wenn der Hausarzt sagt, Achtung, wir haben hier Anzeichen, dass die Leber das nicht gut, dass sie würden beides melden, natürlich. Herzlichen Dank für dieses umfangreiche und selbstverständliche Interview. Und entschuldigen Sie, dass ich vielleicht ein bisschen indiskrete Fragen gestellt habe. Ein sehr wichtiges Thema, weil ich glaube, wir müssen wirklich dieses Tabu versuchen aufzulösen. Und was Sie gesagt haben, man ist nicht alleine, man darf auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung von verschiedenen Behörden, Ämtern und Ärzten um Hilfe bitten oder fordern. Ganz genau. Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank für dieses sehr umfassende Interview. Ich Sehr wünsche Ihnen gerne. eine schöne Zeit. Danke.